Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Online, heute mit dem CE-Leiter 4K und dem Feindisperser Neo. Ja, wie gesagt, also wie ich in dem letzten Part sagte, nehme ich das auch wieder gleich im Anschluss auf. Ach, Link 98 ist sogar auch noch dabei. So, und dieser CE-Leiter 4K sieht aus wie ein Monster, wenn ich ehrlich bin. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit kann denn dieses Ding... Oha. Also, ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber es sieht halt so aus, als würde es mega weit schießen. Und halt mega breit. So, als Ulti haben wir diese Mine hier. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich nicht. Ich mag die ja nicht so. Sie ist okay, aber nicht das, was ich möchte. Und als Sekundärwaffe haben wir das, ne? Als Ulti haben wir den Tintschauer. So, also jetzt wieder in der Molluskelbude. Aber ich glaube, nach der Map wechseln schon wieder. Ach, wie heißt es denn? Nach dem Kampf wechseln die. Och, nice. Wollte ich gar nicht killen, ist aber einfach so passiert. Episch. Vielleicht sollte ich zum Sniper-Spieler werden. Und jetzt die Leute immer nerven, anstatt von sie mich immer nerven. Oh Gott, du hast mich so erschreckt. Okay, ich habe aber noch kaum Punkte. Knapp. Oh, knapp daneben ist auch daneben. Vielleicht sollte ich aufhören mit diesen dummen Sprüchen. Weil hier ist es nämlich sehr, sehr riskant. Och Mann, nervt mich doch nicht. Ich kann halt kaum einfärben, das ist das Problem. Die haben uns gut aus der Mitte weggedrängt. Ja, Trottel, wirklich so ein Idiot bin ich. Den hätte ich so einfach wegmachen können, aber nö. Das habe ich versaut. Also einen hätte ich töten können, dass ich das überlebt hätte, ist natürlich unrealistisch. Bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich das überlebe, aber einen hätte ich mitnehmen können. Einen hätte ich definitiv mitnehmen können. Das hier unten kann auch weg. Was denn? Angst? Kann ich verstehen. Aber ja, diese Waffe sieht auf jeden Fall aus wie ein Monster. Und auch zu der würde ich sagen, dass sie für eine Sniper noch ganz okay ist. Also ich hatte wirklich mal riesige Probleme mit Snipern. Aber mittlerweile sind Sniper und ich relativ Freunde geworden, ne? Also ich komme mit euch gut klar. Da habe ich eher das Problem mittlerweile mit den Klecksrollern, würde ich eher sagen. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist gewonnen. Ja, definitiv. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und jetzt in der Tümmlerkuppel. Maps sind wirklich gerade gewechselt. Finde ich schön. Link 98 hat es scheinbar nicht geschafft, reinzukommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich mache erstmal von hier oben was. So, hier kann ich mich auch kurz aufladen. Das ist relativ praktisch. Und mal gucken, wo ich mich jetzt am dümmsten hinstelle, um mit der Sniper ein bisschen zu snipern. Hier? Nee, das war dumm. Na, kann ich durch den Boden schießen? Ja, also ich meine auch anvisieren. Ja, dämlich. Ja, er visiert mich auch extra an, der Idiot. Also es ist natürlich logisch, dass man das tut, aber mir passt das natürlich gar nicht. Komm, stirb da dran, bitte. Och Mann. Wirklich viel umfärben tut das jetzt auch nicht. Hm. Ja, wenn die Mine jetzt... Also wenn ich statt der Mine irgendeine Bombe hätte, wäre die Waffe perfekt.
wenn ich ehrlich bin. Och Mann, aber jetzt stelle ich mich auch wirklich schlecht an. Deswegen habe ich auch gerade nichts gesagt, weil ich mich versucht habe zu konzentrieren, aber ja gut. Ihr seht, was meine Konzentration ist. Nix. Richtig, richtig dämlich. Aber so kriege ich wenigstens meine 500 Punkte voll. Das ist doch auch schön. So, und eventuell holen wir das Ding trotzdem noch. Wäre ganz schön. Der Tintenschauer supportet ja jetzt auch nochmal ein bisschen. Raus aus der gegnerischen Tinte, das ist nicht so praktisch. Oh Gott, wo kommst du her? Ja, crap. Aber ich kann halt auch nicht so viel machen, wenn die so nah sind. Ja, es ist halt Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Jeder hat jetzt die gleiche Chance zu gewinnen. Nee, okay, das haben wir. Also auch hier gewonnen. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit dem Feindisperser Neo. Also so schnell kann sich das hier halt drehen. Und jetzt in den Anchorbit Games HQ. Und Link 98 ist auch wieder drin, ne? Aber dieses Mal im Gegnerteam. Und ich habe endlich wieder eine normale Schusswaffe. Auch schön. Hatten wir jetzt im letzten Part ja gar nicht. Und davor ja auch gerade eben gesniped. Oh mein Gott, wir haben eine Haftbombe als als Ulti. Das ist ja mega nice. Oh, das ist richtig schön. Und als Sekundärwaffe die Splash-Bombe. Auch ganz okay. Also doch, zum Einfärben ist die Waffe, glaube ich, auch wieder richtig, richtig nice. Ist vielleicht sogar ein neuer Favorit von mir, keine Ahnung. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Weil ihr müsst halt wissen, den Haftbomber, den liebe ich. Einfach die Haftbomben spammen. Mag ich. Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Crap. Knapp. Wurde auch direkt gerecht. Aber ich muss halt auch sagen, da waren ja auch noch die anderen. Aber egal. Hat er ja jetzt auch nicht schlecht gemacht. Kann man ja auch nicht. Will ich auch damit nicht sagen. Okay, aber ich möchte jetzt trotzdem mal herausfinden, wie gut oder wie schlecht die Waffe beim Killen ist. Klar, ich haue halt die ganze Zeit die Haftbombe raus, aber das bringt mir halt auch nicht so viel. Also klar, dem Team bringt es sau viel, wie ihr hier seht. Ich habe schon 1100 Punkte und die letzte Minute bricht jetzt erst an. Also vom Einfärben her kann ich nichts gegen sagen. Das ist mit die beste Waffe, die ich je gesehen habe. Ja, ich Idiot. Stell mich jetzt hin und werf hier die Haftbombe runter. Ist mir egal. Muss sein. Ja, komm, das ist doch scheiße.
Ja, ist aber auch egal. Für mich war die Runde sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass die Waffe relativ gut für mich ist. Und eventuell können wir das sogar noch rumreißen. Also das wäre krass. Komm, gönn. Die Bomben explodieren auch noch. Komm, gönn. Nee, ich glaube nicht. Doch, eigentlich schon, oder? Ja, perfekt. Sehr, sehr schön. Mag ich. Und Finale in den Unhobbit Games. Diesmal mit Link 98 zusammen. So, wir gehen mal hier hoch. Einfach weil hier meist keiner hingeht. Dann kann ich mir hier schon mal ein bisschen was einfärben. Ja, vielleicht ein bisschen verschwendet, das gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, es wäre mehr verschwendet, wenn ich jetzt die neu eingefärbte Farbe damit, ja, überschreibe, sage ich mal. Also wenn ich mir nicht lieber eine neue Ulti hole. Also sie neu aufladen lasse. Ja, es war gerade absolut dumm, hier runter zu gehen. Das gebe ich auch gerne zu. Oh komm, es geht schon noch. So, ich helfe dem mal ein bisschen, wenn es geht. Ja, hat er gut gemacht. Ich konnte da halt nicht mehr stehen. Mir da den Boden wegzunehmen und dann... Ja. War halt einfach schlau von ihm. Kann ich nicht anders sagen. Ja, aber an sich trotzdem eine meiner neuen Lieblingswaffen. Hätte ich niemals für möglich gehalten, das nochmal zu sagen. Aber das Match hier ist jetzt auch sehr, sehr umstritten. Also... Ja, ein schönes Match, meiner Meinung nach. Ich mag das ja eher, wenn die spannend sind, so wie das gerade eben. Es war auch ein schön spannendes Match. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie gut oder wie schlecht die Waffe beim Killen ist. Ich weiß halt nicht genau, ob die Gegner davor halt schon Schaden hatten. Aber an sich sah es noch in Ordnung aus, dafür, dass sie halt so viel einfärbt. Warte mal, wie direkt schießt sie denn? Relativ. Also besser als die Airbrush, würde ich sagen. Und der Reichweite? Ja, auch völlig in Ordnung. Meiner Meinung nach. Finde ich gut. So, vielleicht diesmal ein voller Haftbomber? Nö, wird keiner. Doch. Okay. Ja gut, den habe ich jetzt mega abgestaubt, aber okay. Der Zielkonzentrator, der nervt mich. Der triggert. Ja, nein, nicht verlieren. Bitte nicht verlieren. Ja, scheiße, verloren, oder? Ja, schade. Auch nicht schlimm. Nein? Gewonnen, ja? Okay, dann ist es schön. Dann haben wir, glaube ich, endlich mal wieder ein Part lang nur gewonnen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder für eure Aufmerksamkeit. Dieses Part von Let's Play Splatoon 2 Online. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.